Einen schönen guten Morgen, meine Herren Freunde und Agrarwissenschaftler. Ja, heute pflücken wir mal den neuen Farmpass auseinander. Ich habe mir natürlich für euch zum Vorstellen gekauft. Aus anderen Gründen natürlich auch. Gibt natürlich geile Sachen. Bin ich scharf drauf, bin ich wirklich scharf drauf. Hätte ich auch so gekauft. Wir gucken mal schnell Tagesguck heute. Bootsevent, ja, damit bin ich ein bisschen spät dran, aber wer es noch schafft, noch ein paar Puzzleteile zu ergattern. Heute ist Bootsevent. Bei mir kommt in 2 Stunden. Wie gesagt, ich komme auch gerade erst von der Frühschicht und habe das irgendwie so ein bisschen verdödelt. Aber nichtsdestotrotz. So, was haben wir denn Rehrad heute? Nichts Besonderes. Hier diese Zitronen-Drops da. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ansonsten ist da eigentlich nichts drin. Ja, knapp daneben, Schokoladentorte. Ach nee, haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Ha, man gewöhnt sich an so einen Farmpass, gewöhnt sich dann. Ist ja gestern noch gelaufen, aber doppeltes Drehen. Ja, das ist genauso wie Last Merry Christmas. Wenn die hier, die habe ich auch gerade im Moment laufen. Wenn die so laufen, man kann sich dran gewöhnen, dass der ein oder andere was macht für einen und dass man so Sachen doppelt und dreifach machen kann. Aber wir wollen natürlich stark hinarbeiten. Ich habe gerade Tiere gefüttert, dachte mal so auf die Schnelle, bevor mein Programm hier hochfährt, könnte ich das noch machen. Und da habe ich schon was vom Farmpass fertig gemacht. Füttere Tiere, 10 Stück, okay. Pfingstrosen, 50 Mal, das ist aber heavy. In der Stadt, so. Was haben wir hier noch? Zwiebeln, LKW muss ich machen und ein Souvenirladen. Okay. Was gibt's denn heute derbymäßig? Ich warte bis heute Abend, da machen wir nämlich Häschen. Und wie gesagt, von der Zeit, das nächste Häschenzeit immer 1 Stunde 39 abziehen, dann kommt das genau hin mit der Häschenzeit. Aber wir, wie gesagt, pflücken hier mal den Farmpass auseinander. So, für welche, die ihn nicht kaufen, was auch nicht schlimm ist, gibt auch schöne Belohnungen. Man muss nicht immer alles kaufen, meiner Meinung nach. Gibt es 78, jedenfalls für mein Level, bei kleineren Leveln gibt es wahrscheinlich ein bisschen weniger, bei höheren ein bisschen mehr. Ist natürlich an Level angepasst, aber in meinem Fall wären das 78.000 EPs. Sehr cool. Ein Puzzleteil, Landerweiterungskarten hier. Einmal eine Schubkarte, sehen wir auch, welche das ist. Ja, dreimal Boot, die finde ich richtig. Und gerade bei heutigen Event, wenn meistens kommen dann immer irgendwelche mit Sahne, Butter oder Marmelade oder was. Und damit kann man dann zumachen und dann so eine Karte aktivieren. Zack, sind die anderen auch zu. Ein bisschen Taler, 32.000. Kann man gebrauchen. Eine Dokumentenrolle, jawohl. Und nochmal eine Schubkarte. 8 Stunden, 50% mehr Geld. Okay, ja, kann man machen. Hier haben wir noch einmal den Tom für 25 Stunden. Auch geil. So, hier haben wir Stadtbesucherhilfe einmal extra. Dann haben wir in meinem Fall 150.000 EPs. Alter Schwede, das sind ja schon eine Viertelmille EPs. Dann 2 Holzhammer. Wieder eine Schubkarte. Was haben wir denn? Nochmal 3 Bootskisten. Dann haben wir hier, na gut, das kann ich nicht mehr gebrauchen. Da bin ich ausgebaut. Kann man aber verkaufen, kann man Geld mitmachen, wer es nicht mehr braucht. Die braunen Karten für die Stadt. Dann eine bunte Karte auf jeden Fall für die Tiere, die neu sind hier. Tukan und sowas, da brauchen wir ja auch etliches. Und dann haben wir eine geile Deko. Die haben wir glaube ich schon mal stehen, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die sieht jedenfalls, kann man doppelt, dreifach haben. Die sieht schön aus. Dann haben wir nochmal den Tom. Gratis Tom. Okay. Moment, ich kann das gar nicht sehen. Gratis-Einstellung, Tom, okay. Das ist wahrscheinlich 50% schneller. Genau. Und dann nochmal 310.000. Das heißt ja über eine halbe Million EPs. Nur für Umme. Das ist schon mal was. Wäre in meinem Fall,
Ja, schon. Komme nah dran an Level Up. Ja, ja. Komme nah dran. So, und jetzt für diejenigen, die hier, da haben wir doch das Drehrad. Wisst ihr was? Ich mache das Drehrad jetzt einfach mal hier. Was war denn das? Von den einfachen 50 Pfingstrosen oder ein Imbiss? Ein Imbiss, wir werden doch bestimmt einen Imbiss hier haben, ne? Einen im Imbiss. Zack. Nein, ich Blödmann, ich hätte ihn bedienen müssen, ne? Der sollte in Imbiss rein. Hallo. Ne? Beginne eine Bedienung. Ja, ich hätte da reinmachen müssen. Aber es kommt vielleicht noch einer an. Wer in den Imbiss will. So. Kommt keiner an? Nee, einer muss ja rauskommen. Einer ist ja weg. Müsste einer rauskommen. Nein! Was ist das? Hatte ich zu viel in der Stadt? Hatte ich zu viel in der Stadt? Weiß ich jetzt gar nicht. 42? Untätig? Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Wir gucken mal, ob's. Ah, das sieht wahrscheinlich knapp aus bei den anderen. Müssen wir doch die Pfingstrosen. Oh ne, hier ist ein Imbiss. Beim Greg ist ein Imbiss. Dann schicken wir hier nochmal einen weg. Da. Lohnung abholen, jawohl. Und dann holen wir beim Greg den Imbiss. Dann kriegen wir doch nochmal diesen doppelten Dreh. Bin voll. Ach, ich bin immer zu ungeduldig. Die muss wahrscheinlich erst am Bahnsteig stehen. Ah, da ist auch der andere Typ. Genau. Wir gucken mal hier. Was haben wir hier? Puzzleteil. Oh, Polarfuchs, das zweite. Wunderbar. So, sind sie denn jetzt am Bahnhof? Immer noch nicht. Ach, da ist ja auch der andere. Ja, so. Jetzt müsste es aber doch gehen, ne? Jawohl. Und den holen wir ab. Und dann können wir natürlich den Imbiss bedienen. Und dann kriegen wir natürlich nochmal drei Hühnerfüße hier, sage ich mal. Und dann wird da schon was. Oh, Futter sieht auch bei mir knapp aus. Aber die wecken wir auch mal auf hier. So, hier haben wir noch mal Taler. So, da ist der zweite gewesen. Ja, ich bin immer zu ungeduldig. Ja, weil beim letzten Video habe ich das auch schon. Hey, du musst warten, bis er da ist. So, Besucheranzeigen, Imbiss und zack. Dann werden wir ihn bedienen. Jawohl, und da haben wir es doch. So, nicht abgrasen, sondern bedienen. So, dann haben wir auch den doppelten Dreh. Und noch ein paar EPs. Jawohl, holen wir gleich mal ab. Können wir denn eigentlich jetzt schon drehen? Ja, jetzt können wir drehen. Vielleicht kriegen wir jetzt hier unsere Zitronen-Drops hier. Das finde ich cool, immer den doppelten Dreh. Nee, es gibt eine Platte. Es gibt eine Gehwegplatte. Ja, egal, aber wir gucken an, was der Farmpass, was er kriegen, wenn wir eine kaufen, so wollte ich sagen. Ich bin ja völlig durcheinander hier. Mein Gott. So, dann wäre hier oben nochmal extra. Mache ich immer gerne die Molkerei. Weil ihr wisst, Käse, Butter und sowas über Nacht laufen lassen. Und da ist das immer nochmal zwei Produktionskisten mehr. So, dann haben wir hier eine richtig geile Deko. Die ist schön für den Strand hier mit so einem Gummihuhn hier. Und einmal. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Kann man schön am Strand, hoffentlich ist nicht so klein, dann wäre das gar nicht mal so übelst. So, hier haben wir nochmal Begrenzungsfehler, 5 Stück und hier nochmal eine Dokumentenrolle und hier natürlich die zwei bunten, deswegen habe ich auch diesen Farmpass. Das wäre auch ein Grund, warum ich den auch gekauft hätte, für die zwei bunten. Dann haben wir hier nochmal eine Schubkarte, Bonus-EPs, das ist richtig geil bei Schiffsevent oder bei LKW-Event und dann nochmal 50% mehr drauf, noch mehr EPs. Das ist geil. So, hier kann man nochmal extra fragen. Wer in der großen Gemeinschaft, gerade die Kleinen, die immer viel brauchen oder sowas, könnte man nochmal extra betteln. Und dann haben wir hier extra Fragen im Schiff. Dann haben wir hier nochmal eine Reaktivierung für versemmelte Derby-Aufgabe. Dann haben wir nochmal extra Fragen für den LKW. Dann haben wir nochmal extra Drehen im Tal. Dann haben wir nochmal extra hier für die Zuckermühle. Mache ich meistens immer nochmal doppelte Produktion. Kann man auch hier für die Popcorn oder für den Backofen machen. Dann gibt es nochmal 130.000 Taler. Dann haben wir hier maritimen Hut. Habe ich gestern gelesen. Ja. Muss ich auch nicht haben, gefällt mir auch nicht. Ja, die Hüte hauen mich einfach nicht um. Ich bin eigentlich auch kein Hutfreak, aber das haut mich nie um.
dann haben wir hier nochmal, mache ich auch natürlich immer gerne die Molkerei, aber ist ja jedem selber überlassen, ob er einen Backofen nimmt oder die Eisdiele hier. Nochmal zwei extra. So, dann haben wir hier nochmal zusätzlichen, das finde ich richtig geil, zusätzlichen Platz für den Schub, sparen wir zwei Diamanten. Und wir können Lars und Merry Christmas beide zusammenlaufen lassen. Dann kriegen wir eine Ausbaudeko, da kriegen wir im Moment ohne Ende. Wie ihr wisst, mache ich auf jeden Fall ein Video. Wir haben wieder die Grünen voll. Geburtstagswochen sind vorbei. Und da können wir natürlich eine Ausbaudeko machen. So, wo war denn das? Hier war die Ausbaudeko, genau. So, dann können wir noch einmal extra fragen beim Lieferwagen. Dann gibt es nochmal ein Puzzleteil. Dann können wir nochmal extra fragen in der Stadt. Und dann kommt Merry Christmas. Dann für 5 Mann in der Gemeinschaft gibt es Diamanten. Dann kommt Last Christmas. Dann können wir nochmal extra fragen für ein Boot. Und dann gibt es nochmal extra eine Schubkarte. 3x Füllerkisten hier. Ast rein. Und dann nochmal eine geile Deko. Die gefällt mir richtig nice. Hier so ein Schaukelstuhl unter Palmen. Mit Fackeln. Oh. Ja, ich bin eine kleine Romantiksau, ne? Weißt du Bescheid? So, und dann gibt es nochmal extra hier für die Zuckermühle oder Popcorn oder den Backofen hier. 2 zusätzliche Kisten. Dann, das ist auch geil. Hier so eine Liege, so eine Sonnenliege, passend zum Sommer, Ast rein. Und dann zum guten Schluss gibt es nochmal 620.000, also hier EPs, 2 Dokumentenrollen und 87.000 Taler. Das heißt, mit den ganzen EPs wäre es auf jeden Fall für mich hier ein Level Up. Also wer es kauft, ist auf jeden Fall bis zum Schluss durchzieht, was eigentlich kein Problem ist. Nach 14 Tagen, spätestens 3 Wochen hat man das auf den Fahrpass auf jeden Fall durch. Gibt es ein Level Up. Also das ist very nice. Hier nochmal, da fällt mir gerade ein, habe ich gestern gehört und mir wurde es auch zugesendet, wo ich gerade hier die Sommer liege. Es soll Update geben. Alles ohne Gewehr. Ich weiß da wirklich nichts Genaues. Es ist wir bewegen uns wieder in den Bereich der Verschwörungstheorie. Es soll nächste Woche Sommer-Update kommen. Aber genaueres weiß ich leider nicht. Kann ich euch leider nichts so sagen. Ich habe es nur gehört und man hat es mir zugeschrieben. Das will ich nur bei euch weitergeben. Aber ich weiß wirklich nichts Genaues. Tut mir leid. Aber dann sind wir mal halt gespannt. Noch eine Schubkarte. Jawohl, was war das? Oh, noch mein Tom für 25 Stunden. Very nice, very nice. So, wir gucken mal, wir können dann nochmal nach dem Greg rüber gucken. Was der noch so schön ist. Ah, Obst und Gemüse, ein bisschen Schweinefutter. Okay, so. Ja, das war der Farmpass. Ihr entscheidet selber, ob ihr den kauft oder nicht, ob es lohnt oder nicht. Wie gesagt, ich kaufe mir wegen den bunten Karten auch und natürlich für euch, damit ich euch ein Video vernünftig machen kann hier und zeigen kann, dass er sich auch lohnt. Ich sage mal 5 Euro, für einen sind es mehr, für den anderen weniger, aber ist natürlich Geld. Aber auf der anderen Seite bekommt ihr natürlich auch eigentlich ordentlich was für euer Geld, meine Meinung. Ne? Und aber das ist ja jedem selbst überlassen und die Entscheidung liegt bei euch. So, das soll es für heute gewesen sein, auf jeden Fall. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes, super sonniges Wochenende. Viel Glück da draußen, schönes Leben. Adieu, goodbye und auf Wiedersehen.